Wir starten, ihr Lieben. Erstmal, wie gesagt, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr hier seid. Und ich bin so gespannt. Ich hatte eben schon gesagt, bevor hier die Aufzeichnung gestartet hat, dass ich echt aufgeregt bin und dass mir das immer zeigt, dass es da, ja, da ist so eine Größe dahinter, so eine Wichtigkeit, so eine Relevanz. Und ich habe mich eben nochmal mit dem verbunden, warum ich das hier eigentlich mache. Also dieser ganze Call, ne, wie finde ich meine Berufung, wie lebe ich meine Berufung, vor allem, wie lebe ich auch davon. Findet jetzt statt, weil heute ja der Launch-Start ist. Das heißt, heute fängt es an, dass man sich anmelden kann für mein neues Programm Finde und lebe deine Seelenmission bis einschließlich zum 27. September. Und es startet am 5. Oktober. Und ich möchte erstmal sagen, für wen das ist. Also auch falls du jetzt bei Facebook reinschaust oder das im Nachhinein siehst, damit du nochmal spüren kannst, ob du in Resonanz gehst, ob du hier quasi richtig bist. Finde und lebe deine Seelenmission oder auch dieser ganze Call, auch wenn du vielleicht nicht in das Programm kommst. Es geht einfach darum, dass du eher so eine Sehnsucht spürst in dir, dass du vielleicht unglücklich in deinem Job bist oder auch ja, dich neutral fühlst, aber du fühlst einfach, da ist noch mehr, da will irgendwas gelebt werden, dass du den Wunsch verspürst, anderen zu dienen, zu helfen, zu unterstützen, ob Mensch oder Tier oder dem Planeten, aber dass du so dieses Gefühl hast, du möchtest helfen, du möchtest hier etwas Gutes tun. Und während ich das so sage, spüre ich wirklich diese Dringlichkeit. Ich glaube, das ist auch das, was diese Aufregung ausgelöst hat bei mir oder auslöst, weil es einfach so notwendig ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes, um die Not zu wenden. Und ja, wir leben in einer sehr besonderen Zeit, das wisst ihr. Und oft haben wir so das Gefühl, dass wir nichts machen können, dass wir keine große Auswirkung haben, aber ich bin der Überzeugung, dass doch, weil wenn alle so denken würden, dann macht niemand etwas. Und das Schöne ist, wir müssen da keinen Masterplan haben oder wir müssen da nicht irgendwie akribisch losgehen und irgendwelche Pläne schmieden, sondern einfach aus dem Herzen leben. Und das Problem ist mit diesem, es ist nicht einfach, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir komplett anders geprägt sind von unseren Eltern, dem Umfeld, der Gesellschaft, weil sie es auch nicht besser wussten. Und jetzt ist für mich so eine Zeit gekommen, wo die Welt im Wandel ist, wo ein Shift passiert, wo wir immer mehr Zugang zu unserer wahren Natur erhalten. Und ne, ihr kennt mich, das ist ja so mein Thema. Folge deiner Intuition, höre erstmal deine Herzensstimme, weil das so also vielen einfach schwerfällt. Sonst müsste es auch nicht so etwas wie Finde und lebe deine Seelenmission geben. Denn auch das. Es kommt alles aus dir heraus. Es ist nichts, was du brauchst, was da von außen irgendwie raufgepackt werden muss, sondern das ist alles in dir. Und es geht darum, ja, wieder nach innen zu lauschen und dann die Schritte Step by Step zu gehen. Und da sind wir schon so ein bisschen beim Inhalt. Und das Programm ist aber auch für Menschen oder dieser ganze Call, wenn du schon eine Ahnung hast, ne? Wenn du vielleicht eine Ausbildung gemacht hast oder den Wunsch verspürst, dich irgendwo weiterzubilden und das dann zu tun, aber du hast noch nicht so richtig konkret etwas oder weißt nicht, wie du davon leben kannst, dann ist es auch für dich. Und ihr habt schon viel geschrieben, ich muss mal gerade hier durchschauen. Ich hatte euch ja gefragt, warum ihr in Resonanz gegangen seid quasi. Ich gucke mal gerade, was ihr noch geschrieben habt. Sabina schreibt, ich bin immer noch auf der Suche nach meiner Seelenaufgabe. Das Wochenende hat mich total durchgeschüttelt und ich glaube, neu aufgebaut. Ach, Wahnsinn, dass du neu aufgebaut wirst. So schön, Nicole. Das ganze Business drumherum interessiert mich. Ich habe damals BWL studiert. Das hat nichts mit Intuition zu tun. Je nachdem. Je nachdem. Und dazu sage ich gleich auch noch was. Ach, so schön. Ach, das ist wundervoll. Ich danke euch für die Rückmeldung. Und das ist, ich spüre auch diese Resonanz zu euch tatsächlich. Und ja. Bevor wir richtig reinstarten, ich mache mal so einen kleinen Rahmen geben. Ich mache ja immer so intuitive Rahmen für alle, die auch bei Vertiefe deine Seelensprache, den Online-Workshop dabei waren, die wissen das schon bei mir, dass es immer intuitiv kommt. Und ich mag gleich einfach mal meine Geschichte erzählen, wie es bei mir war, aber nicht im Sinne von, dann könnt ihr das kopieren, adaptieren für euer Leben. Es funktioniert nämlich nicht. Da sage ich auch gleich was dazu, warum, wieso, weshalb und was aber meine Learnings daraus waren und wo ich damals stand und wo ich heute stehe. Und dann sage ich natürlich auch was zu Finde und lebe deine Seelenmission, weil ich weiß, dass jetzt viele dabei sind oder auch die Aufzeichnung schauen, die schauen wollen, ist es was für mich, bringt es mich weiter auf meinen Weg. Aber das nur ganz kurz, weil mir da auch wichtiger ist, nochmal mein Warum zu formulieren.
Und dann machen wir eine Fragenrunde. Also ihr könnt mir auch generell eure Fragen reinstellen. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt über Facebook zuschaut, dann sehe ich die Fragen nicht. Oder auch wenn ihr da was schreibt, wundert euch nicht, dass ich jetzt nicht drauf eingehe, weil ich habe hier quasi einmal Zoom und Facebook. Aber meine liebe Mitarbeiterin Anna ist mit am Start. Das heißt, sobald ihr irgendwie Fragen habt, wird sie mir die hier reinkopieren. Und also auch bei Facebook könnt ihr Fragen stellen. Das ist dann vielleicht mit einer kleinen Verzögerung, dass ihr euch da nicht wundern. Genau, also ich gehe auf eure Fragen ein. Ich habe mir hier drei auch schon aufgeschrieben, weil die immer wieder kommen. Und das sind die Fragen, wie ich meinen Traum realistisch umsetzen kann. Also auch, wie erhalte ich das Geld dazu? Wie schaffe ich es, an mein Ziel zu glauben, also an mich und meinen Traum zu glauben? Und dann auch wieder Thema Geld, weil das gehört für mich dazu, Berufung, Fülle, Finanzen, dass man einfach ein schlechtes Gewissen hat, Geld zu nehmen dafür. Und ja, dass man am liebsten alles kostenlos machen würde. Dann möchte ich mit euch noch eine intuitive Entscheidungshilfe machen. Also das, was ich für mein Leben auch immer wieder nutze, das könnt ihr für alles nutzen. Das ist so eine kleine Übung, die ich euch mitgeben mag. Jetzt nicht nur für dieses Programm speziell, sondern generell im Leben, wenn ihr vor einer Entscheidung steht und mehrere Wahlmöglichkeiten habt, was total simpel ist und super schnell weiterhilft. Und dann ist nochmal Raum für eure Fragen. So, und jetzt geht's endlich los. Jetzt geht's endlich los. Also, wo starten wir? Wie gesagt, wenn Fragen zwischendrin kommen zu dem, was ich erzähle, immer raus damit. Hier bei Zoom schaue ich und sonst kopiert Anna sie mir rein. Also, witzigerweise, da ich mich ja schon vorher damit auseinandergesetzt habe, dass heute dieser Call stattfindet, war das für mich, ich hatte so ganz viele Flashbacks, so ganz viele Situationen, die ich gesehen habe vor meinem inneren Auge. Ich dachte, ach ja, stimmt, und das war und das war. Und zwar ging alles los, als ich 15 war. Ich bin jetzt aktuell 32. Also es ist schon 17 Jahre her, oh Gott. Ja, ist schon ein bisschen her. So, und als ich 15 war, ihr müsst euch vorstellen, da war ich noch so richtig tief schlafen, wie ich heute sagen würde. Also ich fühlte mich als Opfer der Umstände. Ich habe gedacht, man hat halt Glück oder Pech. Und das sind alles Zufälle. Also heute weiß ich ja, Zufall ist kein Zufall oder es fällt dir zu, wenn es fällig ist. Also hat auch was mit Schicksal und Seelenplan zu tun. Aber damals war es halt, ja, es ist halt alles Glück oder halt auch nicht. Und die Welt wirkte auf mich sehr bedrohlich. Ich fühlte mich permanent wie so eine Außerirdische hier. Also ich habe ganz oft diesen Gedanken im Kopf gehabt, diesen Satz, wo hat man mich hier hingepflanzt? Also was soll ich hier? Ich fühle mich komplett anders und habe halt immer versucht, dazuzugehören, dazuzupassen. Und ich weiß, dass es vielen von euch, also die Menschen, die ich ansehe, dass es denen ähnlich geht, dass wir das auch sehr gut können. Also durch diese Empathie, dadurch, dass wir fühlen, was andere von uns vielleicht erwarten oder wo die gerade stehen, kann man sich sehr leicht anpassen. In jeder Schwäche steckt auch eine Stärke. Oder es ist tatsächlich auch so, dass die vermeintlich größte Schwäche oft die größte Stärke ist. Das war bei mir zum Beispiel immer dieses, ich möchte immer, dass es allen gut geht. So, ich fühlte mich immer richtig, richtig schlecht. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich gerade Trigger für jemanden oder meine Tiere triggern jemanden oder mein Kind triggert jemanden, das war für mich immer kaum auszuhalten, ist aber gleichzeitig eine Riesenstärke, weil das ja auch mit zu meinem Beruf gehört. Ja, auch hier diese Wichtigkeit, dass ich euch helfen möchte. Es geht um dich, es geht um euch, dass ihr eurem Herzen folgt. Und wie gesagt, ich spüre diese Notwendigkeit, dass wir jetzt losgehen. Und auf meinem Weg war so viel Struggle, weil ich diese Anleitung nicht hatte. Und ich habe wirklich diesen Wunsch und das rauszugehen, das mit dir zu teilen, weil ich aus der Erfahrung weiß, dass es den Weg leichter macht. Wenn dann Menschen dazukommen, die einen unterstützen auf diesem Weg und einen ermutigen und das von außen nochmal quasi reingeben, was aber eh schon in dir ist. Nur darum geht es. Und ganz wichtig ist mir an der Stelle auch zu sagen, was so meine Beobachtung ist, weil es passiert ja nichts ohne Grund. Ich habe die letzten Wochen, Monate, habe ich sehr viele Seminare besucht und hatte immer so ein ungutes Gefühl. Also ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich dabei war, irgendwas zu adaptieren. Also da macht jemand was und das hat dann Erfolg und dann versucht man das auf sich zu übertragen. Es funktioniert nicht. Und das Ding ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, jeder hat seine ganz eigene Schwingung. Du bist einzigartig, deine Schwingung ist einzigartig, deine Persönlichkeit ist einzigartig, deine Eigenschaften, das, was du erlebt hast. Auch wenn wir viele haben, mit denen wir so auf einer Wellenlänge sind und gleich schwingen, bist du absolut einzigartig.
Und sobald wir anfangen, uns Masken aufzusetzen, so dieses, okay, wir passen uns an, wir entsprechen jetzt einem Bild oder wir kopieren etwas von anderen, ist es so, als wenn wir uns so Deckmantel überlegen. Und für mich jetzt nicht in das Radio, vielleicht habt ihr das bei mir schon mal gehört, immer wenn ich drüber rede, habe ich dieses Bild vor Augen mit diesem Radio, weil es geht wirklich darum, denn so weit ist ja auch die Wissenschaft mittlerweile, dass das, was wir ausstrahlen, ziehen wir in unser Leben. Das heißt, deine Schwingung bedingt, was du im Außen erfährst. Und okay, ich mache hier mal einen Cut, weil ich merke, es ufert wieder aus. Ich erzähle mal meine Geschichte weiter, dann gehe ich da gleich nochmal drauf ein, weil ich genau das auch erlebt habe auf meiner Reise. So, Sarah, 15 Jahre alt. Ich gucke eine TV-Doku auf Vox. Ich weiß es noch ganz genau. Ich sehe auch diesen Friesen und diese Frau, wie sie vor dem sitzt. Das war halt eine Doku über die Tierkommunikation. Mit der fing ja bei mir alles an. Und ich habe diese Doku geschaut. Und ja, alles in mir war total skeptisch. Also ich habe das gesehen und habe mir an die Stirn getippt und dachte, ja genau, ja, also verarschen kann ich mich alleine so ungefähr. Also so war ich damals drauf. Aber in mir, in meinem Herzen resonierte etwas. Und es hat mich da nicht losgelassen. Und ich habe das dann aber erstmal beiseite gelegt, weil ich habe es ja so ins Lächerliche gezogen und es sah halt einfach auch komisch aus, ohne die ganzen Background-Informationen. Und ich glaube, so 2-3 Monate später hat mich das Leben dann wieder dahin geführt über ein Pferdeforum. Und da war eine, die hatte gerade einen Basiskurs in Tierkommunikation besucht und war ganz euphorisch und hatte da so Übungsobjekte gesucht und dann Feedback erhalten. Ich habe das alles durchgelesen, hat wieder mit der hochgezogenen Augenbraue und so, ja klar, ne? Und dann lag sie aber erstaunlich richtig mit allem, was sie da empfangen hat. Augenscheinlich. Und dann kam in mir dieser Gedanke, ja Wahnsinn. Was ist denn, wenn es wirklich geht? Weil die Tiere waren immer so mein Zuhause. Da fühlte ich mich gesehen, bedingungslos geliebt. Da konnte ich sein, wie ich bin. Also da musste ich keine Emotionen unterdrücken oder Anteile meiner selbst. Und ich wusste, die bleiben bei mir. Da fühlte ich mich sicher, weiß ich heute. Und da dachte ich, wow, wenn ich die Tiere noch besser verstehen kann und ihnen helfen kann. Ich hatte immer so einen starken Drang, mir Tieren helfen zu wollen. Na, auch in Tierheimen zu arbeiten oder Tierschutzorganisation. Also ich wollte immer irgendwie unterstützen, das war schon immer in mir. Und ab da hatte mich das dann in seinem Bann. So, ich habe dann gegoogelt und ihr müsst euch vorstellen, vor 17 Jahren Tierkommunikation hat man das gegoogelt, kamen da 2-3 Seiten. Das war's. Und damals konnte man noch gar nicht über das Thema reden, ohne dass man, ne, mit hochgezogener Augenbraue angeschaut wurde. Es ist sich total am Wandeln, merke ich, ne, dass die Menschen jetzt eher interessiert reagieren, wenn sie noch nichts von dem Thema gehört haben. Genau, und da hatte ich schon dieses innere Wissen aller, eines Tages bin ich hauptberufliche Tierkommunikatorin. Und da waren Menschen, die haben gedacht und gefühlt wie ich. Also ich hatte immer so ein inneres Wissen. Und wenn ich das mit meinem Umfeld geteilt habe, es ging über den Sinn des Lebens, über was passiert nach dem Tod. Und keiner konnte es mir bestätigen. Keiner konnte mir diese Fragen beantworten. Und in diesem Forum, in diesem Tierkommunikationsforum, standen dann diese Antworten, die mein Herz schon kannte, die ich so in mir hatte, schwarz auf weiß, von mir fremden Menschen. Und das war irgendwie so ein Beweis an sich. Ich brauchte damals extrem viele Beweise. Ich bin ein starker Kopfmensch tatsächlich. Ich muss mal alles verstehen und erklären können. Und das hat mir damals extrem geholfen. Und dann kam dieser Gedanke, ich kann noch nicht mal sagen, woher er kam, aber dieses, eines Tages bin ich hauptberufliche Tierkommunikatorin. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr könnt auch mal reinspüren, wie so euer Weg, ja, eure Reise auch begann, was da in euch war, weil dann der Kopf kam und der dann direkt sagte, ja, dann irgendwann, dann bist du verheiratet und der Mann verdient das Geld. So habe ich dann noch gedacht, mit 15, 16, so lustig. Ich denke zu mir nachdenken. Und das war wirklich mein Gedanke. Ja, und bis dahin, ne, machst du so dein Ding und sorgst für dich und dann mache ich das so hobbymäßig, so nach dem Motto, ist dann ja egal, ob ich damit was verdiene oder nicht. Und das ist witzig, weil das kennt ihr vielleicht auch, das Herz sagt was, also das Herz hat eine Sehnsucht und der Kopf sieht absolut keinen Weg dahin. Und dann reimt er sich so Sachen zusammen, spinnt sich das zurecht. Aus Erfahrung weiß ich, es tritt nie so ein. Oder anders, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen. Ne? Oder erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. So diese ganzen Sprüche, da ist so viel Wahrheit dran. Genau, wie war es bei mir? Also ich spürte natürlich mit 15 ein ganz klares noch nicht.
Ich habe dann das ganz akribisch weitergemacht und an der Stelle möchte ich sagen, weil ich höre gerade diese sämtlichen Stimmen, ich habe das so oft in meinem Leben gehört, so dieses, ja Sarah, bei dir war es ja leicht. Du wusstest ja ganz genau schon mit 15, du willst Tierkommunikatorin werden. So dieses, ne, ich weiß es nicht, weil ich ganz viele Menschen anziehe, die spüren, dass diese Sehnsucht, ich möchte etwas nach draußen geben, ich möchte selbst auch erfüllt leben, aber wissen nicht, was es ist. Und dass es nicht einfach war, das erzähle ich euch gleich noch, wie, was, warum. Aber ihr müsst den Weg nicht kennen, weil auch in der sogenannten Berufung, es gibt einfach kein Ankommen. Gibt es nicht. Seit 3 Jahren ungefähr nehme ich keine Tierkommunikationsaufträge mehr an und es tut sich einfach so unendlich viel in unserem Leben. Wir können einfach nur unserem Herzen folgen und dann kommt alles Weitere einfach so. Also die Fülle, das ziehen wir automatisch an. Das ist das, was ich immer wieder erfahren habe, was mein Kopf aber nicht glauben konnte. So, okay, wir spulen jetzt mal vor. Da war ich irgendwann 18, ich wusste, eine Ausbildung ist dran, ich mache das jetzt alles so im Schnelldurchlauf. Ich hatte immer diese Tierkommunikation in mir, aber ich wusste noch nicht, noch nicht, noch nicht. So, dann war ich Bürokauffrau, wurde dann übernommen und war Teamleiterin im Kundensupport und dann fing es an. Das war schon im Jahr 2010, da fing es an, so anzuklopfen innerlich. Das war wirklich wie so eine innere Stimme, so ein inneres Wissen und das werdet ihr alle kennen. Also ich höre immer wieder, ja, wie höre ich denn auf meine Intuition? Ich habe diese Stimme nicht. Ich glaube, wir haben sie alle, aber da sie so leise ist und so kontinuierlich und wir nicht darauf geprägt wurden, hören wir sie nicht. Und das ist dieses, ich hatte das letzte in dem Intuitionscall gesagt, so eine Sehnsucht oder diese Stimme, die einen nicht loslässt, die sich immer wiederholt und man kann sich das noch so schön reden und noch so da seinen Strebel irgendwie durchziehen, sagen, ja, jetzt bin ich hier Teamleiterin und ne, geh weiter und ja, mach da alles, bin dann sicher, in Anführungszeichen. Aber diese Sehnsucht hört nicht auf. Und bei mir ist es ganz krass so, dass wenn ich versuche, in einer Komfortzone zu bleiben, was das Büro ja damals war, fängt mein Körper ganz enorm an zu rebellieren. Und so kamen dann kleine Zeichen. Also ich hatte eigentlich jeden Tag Bauchschmerzen, besonders dann Sonntagabend, wenn ich wusste, Montag muss ich wieder ins Büro. Und ich hatte schon immer sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also gebt mir auch gerne mal ein Feedback im Chat, das würde mich echt mal interessieren. Ich hatte immer dieses Gefühl, auch wo das dann anfing mit der Ausbildung oder generell Schule, man hat sich mit dem Beruf beschäftigt. Ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass wir hier auf diesem Planeten leben, um dann jeden Tag irgendwie 8 Stunden irgendwo zu verbringen, um dann Geld zu bekommen, was uns aber gar nicht erfüllt. Also das fühlte sich für mich so komplett sinnlos an. Und dann dieses sich aufs Wochenende freuen, sich auf den Urlaub freuen, dann sich irgendwann auf die Rente freuen. Ich dachte, dafür lebe ich doch nicht. Und das war schon immer in mir. Und im Jahr 2010 fing das so richtig an. Genau, und dann Jahr 2011, ich habe immer noch nicht gehört, weil diese innere Stimme sagte ganz klar, einfach kontinuierlich, ohne Drama, kündige. Jetzt ist die Zeit, jetzt machst du dich selbstständig als Tierkommunikatorin. Und mein Kopf war so, ja, natürlich, na klar. Und ich muss dazu sagen, dass ich ganz, ganz stark von meinem Vater geprägt war. Heute weiß ich aus Liebe, aus bestem Wissen und Gewissen heraus, weil er war so ein ganz starker Sicherheitstyp und voller Ängste. Und als Kind, all das, was wir aufnehmen oder auch, was wir von der Gesellschaft aufnehmen, was wir auch aus der Schulbildung aufnehmen, suggeriert uns ja, also worauf werden wir getrimmt, auch in der Schule, das zu befolgen, was andere uns sagen, die sogenannten Autoritäten. Wenn wir es nicht tun, dann fühlen wir uns schlecht und wir wollen uns gut fühlen, wir wollen uns gesehen fühlen, geliebt fühlen, anerkannt fühlen. Und dafür tun wir alles, aber zu welchem Preis? Ne? Und bei mir ging es nicht. Ich habe es versucht, ich habe mehrfach versucht, ein normales, in Anführungszeichen, normales Leben zu leben. Es ist mir noch nie gelungen. Gott sei Dank. Ich war gezwungen, meinem Herzen zu folgen. Und ich sage euch das auch, um euch Mut zu machen. Weil ganz ehrlich, wenn ich das konnte, dann kann es jeder Einzelne, weil ich so verkopft war und so immens voller Ängste. So immens voller Ängste. Denn was hat mein Kopf mir erzählt? Also ich dachte erstmal, ich lande dann in der Gosse. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte damals schon viel Verantwortung. Ich hatte eine Wohnung mit teurer Miete. Ich hatte Einstellpferde, ich hatte meine eigenen Pferde und Tiere im Haus. Also es war nicht so, dass ich dann zu Hause wohnte und ja, dann ist es, dann habe ich halt kein Geld gerade, ne, muss zurücktreten. Nee, ich hatte richtig so Verpflichtungen halt. Und ja, ich hatte meine allergrößte Angst, das war noch nicht mal irgendwie in der Gosse zu landen, wie mein Vater immer sagte, sondern meine Tiere zu verlieren.
Also gerade Pferde kosten ja was im Unterhalt. Und das war, und Dutch ist mein Seelenpferd, das war meine größte Angst, dass ich meine Pferde dann irgendwann verkaufen muss. Und diese Ängste haben mich gehalten. Und das ist generell, ihr kennt das alle, also diese Ängste fühlen sich eng an, fühlen sich ungut an und halten uns in dieser Komfortzone. Aber dafür sind wir nicht hier. Wir sind nicht hier, um in irgendeiner Komfortzone zu bleiben. Gerade du nicht, wenn ich dich hier angezogen habe. Gerade du nicht, wenn du in Resonanz gehst mit diesem Programm. Weil wir haben hier wirklich so einen Auftrag, ne, für uns, uns zu leben, aber eben auch anderen zu dienen. Und bei mir ging es dann so weiter, dass ich im Krankenhaus gelandet bin, 3-mal. Also erst, wann war das erste? Ich glaube, das war Ende 2010 noch mit einem Blinddarm. Der rausgenommen wurde und da dachte ich noch, ja, habe ich mir gar nichts mehr gedacht, das hat man ja mal, hört man ja, ne? Das ist ja normal. Und dann im Februar 2011 hatte ich einen Darmverschluss und da wusste ich tatsächlich, ich bin im Krankenhaus auch und das ist wirklich pervers, wenn ich das jetzt so sage, aber ich habe die Zeit im Krankenhaus genossen, nicht ins Büro zu müssen. Ich war da nur 11 Tage im Krankenhaus und das war für mich wie Urlaub und ich wusste sofort, okay, Darm, ja, loslassen, ja, ich weiß, ich muss kündigen, aber es geht ja nicht. Dann bin ich aus dem Krankenhaus raus und hatte dann den tollen Kopfplan. Ja, dann mache ich nebenbei meine Website. Habe ich dann auch gemacht. Immer wenn ich aus dem Büro kam, habe ich meine Website gemacht und habe Marketing-Sachen gemacht, die ich mir so angeeignet hatte. Und bin dann wieder zurück ins Büro. Aber ja, das Leben hat halt einen anderen Plan, sodass ich im Juni 2011 dann den nächsten Darmverschluss hatte, der dann gar nicht mehr lustig war. Da war es auch nicht wie Urlaub, wie eine kurze Pause, sondern ich wusste, das Leben zwingt mich. Da gibt es jetzt keinen leichten Ausstieg für mich. Und ich erzähle das nicht, weil es bei dir genauso sein muss. Ganz im Gegenteil. Ich will nur sagen, wie ich voller Ängste hing. Ich wusste die Message. Ich wusste, was ich zu tun habe, nämlich meinen Weg zu gehen. Ich habe es trotzdem nicht getan. Und es ging dann so weit, also bei dem letzten Darmverschluss, da wurde mir auch ein Großteil des Darms tatsächlich entfernt. Oder nicht ein Großteil, aber 80 Zentimeter schon, ja, und ich war in 3 unterschiedlichen Krankenhäusern und dann irgendwann in so einem Expertenkrankenhaus, also ich spare jetzt ganz viel von der Geschichte aus, um das aufs Wesentliche für dich zu reduzieren, was ich einfach dadurch gelernt habe, um dir zu sagen, hey, lass dich nicht von deinen Ängsten leiten. Das habe ich gelernt, wirklich, dass die Angst sowas von keine Ahnung hat. Die Angst ist menschlich, die gehört dazu. Und es gibt natürlich eine gute Angst, die uns warnt. Eine gute Angst, die sagt, okay, geh vielleicht nicht auf die Schienen, wenn da ein Zug angerollt kommt. Das ist klar, von dieser Angst rede ich nicht. Ich rede von dieser Angst, die aus dem Kopf kommt, aus dieser Prägung. Wenn aber das Herz schreit, wenn wir eine Sehnsucht haben und der nicht folgen, von dieser Angst rede ich. Und bei mir war es damals, ich sehe gerade diese Situation, ich war im Krankenhaus und ich wusste das. Ich wusste, ich muss kündigen, aber ich konnte einfach nicht. Warum? Weil ich voller Glaubenssätze war. Glaubenssätze sind ja Dinge, das sind tiefste Überzeugungen. Also das ist nicht von, ja, ich glaube, ich denke, das könnte so passieren, sondern es ist so. Ich weiß das ja als Tierkommunikatorin, ich kann nicht existieren. Es ist so. Ausrufezeichen. Aber ich kann scheinbar auch nicht ins Büro. So, was dann? Und dann lag ich da an diesem Krankenhausbett und die Heilung ging halt nicht voran. Ja, warum? Weil ich innerlich komplett resigniert hatte. Und das ist gerade die Situation, die ich von meinem inneren Auge sehe. Ich lag dann auf der Intensivstation, ich war auch total geschwächt. Also ich konnte ja, ich glaube, das ging dann schon 5-6 Wochen. Ich konnte ja nichts essen, ich war total abgemagert und hatte keine Kraft mehr und wurde irgendwann zwangsernährt. Und dann kamen 2 Ärzte rein und die guckten halt in die Akten und meinten dann, ja, Frau Geizke, ja, das sieht schlecht aus. Wir machen heute noch einen Test. Und wenn der negativ ausfällt, dann müssen wir sie morgen früh nochmal operieren. Dann müssen wir nochmal ran, leider. Und dann sind die raus und das werde ich nie vergessen. Also an dem Punkt habe ich wirklich, das war so mein absoluter Tiefpunkt. Ich bin so in Tränen ausgebrochen. Ich war so am Ende meiner Kräfte und das Verrückte ist, ich wäre tatsächlich lieber gestorben. Also lieber hätte ich die Wahl gehabt, ich hätte einfach meine Augen zugemacht. Ich wäre lieber gegangen, gestorben, als noch eine OP. Und ich hatte da das Gefühl, ich stehe jetzt gerade vor der Entscheidung, entweder finanzieller Ruin, weil ich war mir sicher, dass das passiert, wenn ich kündige, oder aber tot. So, und ich habe mich wirklich schweren Herzens, also na, ich hätte mich sogar für den Tod entschieden, das klingt total krass, aber es ist so. Ich weiß auch genau, wie ich mich da gefühlt habe.
Und ich wollte aber nicht nochmal operiert werden. Ich saß, ich habe meine Hände gefallen, ich habe gebeten und ich habe gesagt, bitte, 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 ich schwöre, wenn ich nicht nochmal operiert werden muss, ich kündige, ich mache es einfach. Aber nicht noch ein OP, ich konnte nicht mehr. Nicht nochmal diese ganzen Schläuche, dieser ganze Heilungsprozess, ich konnte einfach nicht mehr. Ja, und dann ist das Wunder passiert. Also in dem Moment, als ich gebeten habe und diesen Entschluss getroffen habe, hatte ich so eine Gänsehaut am ganzen Körper und da kam sowas wie Lebenskraft. Also ich wusste es zwar richtig und tatsächlich hatte ich das bei der Entscheidung, mich scheiden zu lassen, was ja erst 2019 der Fall war. Da war das nämlich wieder Komfortzone. Sarah versucht, eine Rolle zu spielen. Funktioniert bei mir nicht, no way. So. Und dann kamen die Ärzte, also haben diesen Test gemacht, kamen dann rein und meinten, ja, ne, erstaunlicherweise sieht es gut aus. Wissen es noch nicht genau, wir beobachten das jetzt nochmal, aber sie müssen erstmal nicht operiert werden. Und das war so ein Zeichen, ich war so voller Dankbarkeit, ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut. Und das war für mich so ein, okay, ich habe denen da oben Versprechen gegeben, jetzt muss ich es auch durchziehen. Und dann ging die Heilung voran. Ab dem Tag ging es so schnell, ich glaube, ich war binnen ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr genau den Zeitraum, nach ein paar Tagen wurde ich dann entlassen, konnte mich zu Hause regenerieren. Und am letzten Tag meiner Krankschreibung, ich war dann noch 4, 5 Wochen zu Hause krankgeschrieben, habe ich dann mit Herzrasenbauchschmerzen meinen Chef angerufen und gekündigt. So, was ist dann passiert? Dann ging die Reise erst richtig los. Und ich weiß, für euch muss der Weg nicht so schwer sein. Deswegen entsteht dieses oder ist dieses Programm entstanden, Finde und lebe deine Seelenmission. Es geht darum zu erkennen, wer bist du? Und nochmal, du musst es nicht wissen wie bei mir. Ich wusste, wofür ich losgehe. Tierkommunikatorin. Musst du nicht. 2019 habe ich diese Erfahrung gemacht. Ich wusste nicht, wohin. Ich war ja angekommen. Ich hatte keine Ahnung. Ich musste nur scheiden lassen. Ja, und dann keine Ahnung. Und das ist für mich so dieses auch Hingabe Next Level, was ich immer sage, dass wir getragen werden. Und wenn wir uns da völlig frei machen, by the way, wenn wir kein, ich sage sogar, es ist fast besser, keine exakte Vision zu haben, kein Ziel zu haben, weil dann sind wir völlig offen. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass wenn wir uns komplett hingeben und unserem Herzen folgen, dass es dann noch viel, viel besser wird, als wir uns je erträumen können. Dass es einfach das Wunder passieren, dass wir entlohnt werden. Und auf diesem Weg, da mache ich euch nichts vor, da kommen diese Hürden. Aber es muss nicht so schwer sein, müsst ihr euch vorstellen. Das ist auch mein Antrieb, dieses Warum, ich, ne, euch die Hand zu reichen und zu sagen, hey, ihr macht es und ich gebe euch nichts vor, aller das und das. Das, also wenn du das marketingmäßig machst und wenn du die und die Tools nutzt, dann läuft es. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern ich möchte dich ermutigen, ja, in dich zu lauschen. Also dich selbst ermächtigen. Und dazu sage ich gleich noch ein paar Sachen, wenn ich vom Programm rede. Aber mein Weg ging dann so weit. Ich mache es jetzt mal kürzer. Also ich habe gekündigt und habe dann versucht, nebenbei einen Bürojob zu finden. Ich musste mir mal ganz viele Brücken für den Kopf bauen. Und das kann man machen. Das ist so ein Tool, das kann ich euch mitgeben, das hat mir so geholfen, hilft mir heute noch, dass wenn der Kopf eskaliert, dass wir dann Lösungen finden. Also dass wir erstmal alles aufschreiben, was der Kopf so erzählt, an Glaubenssätzen, an dies und jenes und dass man es wirklich einmal schriftlich vor sich liegen hat und es dann einmal auf Wahrheit überprüft. Und mir hat es geholfen, diese Brücken zu bauen, mir diesen Worst Case vorzustellen. Und dann Lösungen zu finden, wie zum Beispiel Worst Case, ich verliere alles, ich kann mir die Miete nicht mehr leisten und muss meine Tiere verkaufen und. Hat der Kopf und der erzählt das halt immer, so eine Dauerschleife. Und wenn wir es aufschreiben, also aufschreiben ist ganz wichtig, weil der Kopf uns nicht zu Ende denken lässt. Wenn wir dann drüber nachdenken, wie wir es lösen könnten, springt er schon zur nächsten Angst. Dann, ja, aber gut, aber das könnte ja passieren. Deswegen alles mal aufschreiben und Lösungen dafür finden. Meine Lösung war, ich habe meine Mama gefragt, ob sie dann notfalls für einen Zeitraum die Miete übernehmen würde. Und wenn das nicht geht, habe ich gedacht, einen Bürojob oder als Kellnerin oder so, irgendwas findet man ja immer. Und meine Pferde, ja gut, dann nehme ich Einsteller und dann habe ich das ja wieder drinne und so. Also das waren so diese Wege, die ich für meinen Kopf brauchte, damit der sich erstmal entspannen konnte. Und dann ging es um die Glaubenssatzarbeit, dass man wirklich gespürt hat, was denkt es denn in mir? Ist es die Wahrheit? Und das auch zum Thema Fülle. Okay, die Story noch und dann gehe ich auch weiter zu euren Fragen. Genau, das passt nämlich sehr gut zu dem, oder ich überlege gerade, ob mir das auch schon, weil es passt perfekt zu der einen Frage, die gestellt wurde, so wie erhalte ich dieses Geld dazu? Genau, dazu sage ich gleich was. Also wie erhalte ich das Geld? Wie ziehe ich die richtigen Menschen an?
Und das vielleicht noch da zum Abschluss meiner Geschichte. Ich bin weitergegangen. Ich bin einfach, und das sage ich auch mal, immer stumpf weitergehen. Weil das, was wir oft machen, ist, und das Leben hat mich aber nicht gelassen. Wir gehen dann zurück in die Komfortzone, wir gehen zurück in diese Angst. Und bei mir war es für meinen Kopf, okay, ich suche mir jetzt eine 20-Stunden-Stelle die Woche. Dann habe ich hier meine Krankenversicherung und dies und alles, was man so braucht, ne? Und habe das auch meinem Vater kommuniziert, der ja so Angst hat, nee, nee. Und ne, ich hab da auch irgendwelche Stories erzählt, dass es gar nicht zu meinem Wesen passt, weil ich immer total ehrlich bin und nichts anders sein kann. Aber ich wusste, das ist auch so ein Hinweis. Sprecht nur, gerade wenn ihr so am Anfang seid, das sind immer so wie Pflanzen, die ganz sanft erblühen und erwachsen aus so einem Samen. Und wenn ihr das den falschen Menschen erzählt, es kann sein, dass die Pflanze zertrampelt wird, dass dieser Samen aus der Erde gewühlt wird. Das ist ein schwerer Fall. Und ich wusste, wenn ich meinem Papa sage, so, und jetzt habe ich entschieden, ich werde hauptberuflich Tierkommunikatorin, der hätte mich so zugeballert mit seinen Ängsten wieder, mit seinen Bedenken, dass ich nicht weitergegangen wäre. Und deswegen war meine Intuition, ich sage ihm nichts. Ich sage, ja, ich wurde halt entlassen und ich suche mir jetzt eine Stelle. So. Und was habe ich gemacht? Und ich habe so ein richtiges Feuer gemerkt. Übrigens, diese zwei Antreiber, die größten, die wir haben, ist einmal diese Sehnsucht, diese Begeisterung, das ist so diese Hinzu-Motivation. Und das andere ist das Leid. Und bei mir, habt ihr jetzt gerade gehört, ich musste fast sterben. So groß musste das Leid werden, so groß war meine Angst. Und das sind diese beiden Motivatoren, die wir haben. Die Sehnsucht und die Angst. Im besten Falle, im allerbesten Falle, das ist für mich dieses Hingabe Next Level, muss das gar nicht mehr kommen. Sondern die Herzensstimme, die Intuition sagt etwas und dann handeln wir. Und dann kommen die Geschenke. Und dazu dürfen wir aber erstmal ganz viel Urvertrauen sammeln. Diese Erfahrung machen, ich könnte mich hier jetzt nicht hinsetzen und das so locker und leicht erzählen, wenn all diese Ängste noch da wären. Und wenn ich nicht all diese Erfahrungen gemacht habe, in diesen jetzt 10 Jahren, immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich meinem Herzen folge, mutig bin, springe und mein Kopf mir sämtliche Storys erzählt, ich kann euch sagen, aus 10 Jahren Erfahrung, nicht eine einzige Angst meines Kopfes ist jemals eingetreten. Nicht eine einzige von diesen Worst-Case-Stories. Nie passiert, im Gegenteil, es wartet ein Wunder, es wartete Erfüllung auf mich, Freude. Und seit 2011 sage ich immer, ich habe das Gefühl, ich habe bezahlten Urlaub. Ich liebe, was ich tue. Ich mache das hier mit Freude. Es fühlt sich für mich jetzt nicht wie Arbeiten an, sondern wie Wirken. So wie darf ich dienen? Und ich habe euch da im Blick. Ich möchte euch ermächtigen und sehe natürlich, ich habe so eine große Vision, warum ich tue, was ich tue, das Licht in dir zu entzünden, damit du strahlst und du wieder dein Umfeld motivierst. Weil was passiert denn dann auf der Erde, wenn wir alle unsere Herzen offen haben, wenn wir erfüllt sind? Dann gibt es keine Kriege, dann gibt es kein sich gegenseitig verletzen. Dann passiert Heilung. Das ist mein Überwarum sozusagen. Und ich habe keine Stelle gefunden. Ich habe hunderte Bewerbungen geschrieben und so gute Chancen gehabt. Es ist alles nichts geworden. Heute sage ich Gott sei Dank. Das ist auch so ein Wink, so ein Learning. Wenn sich dir andauernd Türen verschließen, oft ist es so, oder wie mit meiner Scheidung, ich wollte unbedingt das Haus behalten. Jetzt bin ich an einem Punkt, wirklich, wo ich mir denke, Gott sei Dank. Was habe ich geheult? Was habe ich da gelitten? Dieses Haus, wie sehr habe ich an dem gehangen? Ich wollte es unbedingt. Und jetzt denke ich mir, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank wurden alle Tore zugemacht. Gott sei Dank habe ich das Haus jetzt nicht. Weil es mir den Weg frei gemacht hat, jetzt um weiterzugehen. Ihr werdet an meiner Geschichte mit Sicherheit weiter teilhaben, sofern ihr mögt und ich euch weiter inspirieren darf. Und es passieren gerade ganz magische Sachen, so auf diesem Hingabe-Next-Level-Niveau, sage ich mal. Und ich mag euch dadurch einfach nur motivieren, immer weiterzugehen. Was dann passiert ist, dann kam dieses Brennen. Da war ich eben stehen, so diese Sehnsucht. Und ich bin jeden Morgen aufgewacht um 5 und war so, oh, hier will ich, oh, erst 5, kann ich schon aufstehen? Weil ich wollte etwas tun für meine Mission und habe dann das ganze Marketing intuitiv gemacht. Ich hatte immer so Geistesblitze, die ich dann rausgetragen habe. Ich habe dann ehrenamtlich in einem Tierheim angefangen zu arbeiten, wo ich dann auch Hehler gefunden habe und war auf ganz vielen Messen und so weiter. Und jetzt merke ich wieder, das ist auch so was ganz Wichtiges. Ich habe das schon mal betont, aber ich kann das nicht oft genug betonen. Ich wurde so oft gefragt, ja Sarah, wie hast du das denn gemacht? Und dann hast du deine Website gemacht und dann kam die einfach oder wie war das? Und dann hat sich immer alles so gesträubt in mir.
Also dieses, weil wenn ich sage, ja, und ich war dann auf allen Messen und ich war dann in Zeitschriften und dann habe ich dies gemacht und das gemacht und ich habe auch ganz viel kostenlos zum Beispiel angeboten, dann denke ich aber, nee, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an, wenn ich das jemandem erzähle und dann macht der das nach, weil das kann nicht funktionieren. Und darum geht es bei Finde und Lebe deine Seelenmission eben auch nicht, dass ihr lernt und mit diesen Tools, weil dieses, oh, ich kann das, oh, könnt ihr das, kennt ihr das, dieses alles, was auch so auf Social Media, das ist so unehrlich, das ist so unauthentisch, dieses, mach das und das und das und zieh deine Lieblingskunden an und nein, weil ihr schwingt, das ist das, was ihr aussendet. Und genau das wollte ich euch noch erzählen. Ich habe ganz am Anfang, ich habe dann so meine ersten Kunden angezogen und ratet mal, worauf diese Kunden reagiert haben. Auf mich, auf meine Schwingung. Das heißt, was hat die Sarah vor 10 Jahren angezogen oder vor 9? 2011 ging es ihr so richtig ab. Ja, ich war so richtig unsicher. Ich war voller Selbstzweifel, voller Ängste, auch finanzielle Ängste. So, und ich habe Kunden angezogen, die skeptischer nicht hätten sein können und die zu spät oder die dann gar nicht bezahlt haben. Solche Kunden habe ich angezogen. Oder dann auch mal phasenweise gar keine, nämlich immer dann, wenn ich im Mangel war. Das merke ich auch heute noch. Wenn ich Sachen aus dem Kopf heraus mache, aus so einem Gefühl von ja, Mangel, dieses Engsein, Angst, oh, ich muss jetzt, oh, Monat fast zu Ende, oh, Geld und dann macht man irgendwas und denkt sich mit dem Kopf Sachen aus. Es funktioniert bei mir nicht. Deswegen jetzt finde und lebe deine Seelenmission. Mein Kopf sagt, ach, weiß ich auch nicht, was zur Berufung, das ist doch gar nicht deins, sagt der Kopf. Und ich denke mir, no way, mein Herz sagt, finde und lebe deine Seelenmission. Dann ist genau das, was jetzt die Welt braucht. Geht wirklich auch mit dieser Frage schwanger, wie darf ich dienen? Und nicht im Sinne der Aufopferung, sondern im Sinne von, wie darf ich dienen? Was ist mein Beitrag hier für die Erde? Und es fängt bei uns an. Jetzt sehe ich wieder diesen Baum vor meinem inneren Auge. Wir brauchen erstmal feste Wurzeln. Ein starker Baum, der wirklich den äußeren Winden, ne, standhält. Denkt wieder an diese zarte Pflanze. Mit wem teilt ihr das? Seid achtsam. Teilt es erstmal mit Menschen, die euch stärken. Oder guckt euch inspirierende Sachen an. Das hat mir damals total geholfen auf meinem Weg. Mich wirklich, ja, auch mit einem neuen Umfeld zu umgeben, auch wenn es nur fiktiv war, auch wenn es nur die Menschen im Internet waren oder irgendwelche Bücher, die ich gelesen habe. Das hat mich motiviert, das hat mir die Kraft gegeben, immer weiterzugehen. Und es geht darum, auch bei Finde und Lebe deine Seelenmission, eben deine Schwingung zu verändern. Ich hatte diese ganzen, ich nenne sie mal Störfelder, jetzt kommt das Radio, ne, was ich eben schon angeteasert habe. Also ich sage immer, hier in diesem Raum, hier in meinem Büro ist ein Lied und wir hören das nicht, weil, ne, dieses Instrument, wenn ich jetzt hier ein Radio hätte, ich würde das anschalten, so, dann würde da jetzt ein gewisser Sender laufen und wir könnten nur die Lieder hören, die auf diesem Sender, auf dieser Frequenz laufen. Macht Sinn, oder? So über Antenne, dann, wir können uns das nicht vorstellen, ich kann es auch nicht erklären. Hier sind dann irgendwelche Wellen, die werden empfangen und dann hören wir genau die Musik. Das ist ein Wunder, so. Aber bei uns ist es genauso. Und das ist immer das, was wir dann anzweifeln. WLAN und sowas zweifeln wir nicht an, weil da sehen wir ja, es funktioniert. Ne? Mit unserer Schwingung ist es genauso. So, was meine ich mit diesen Störfeldern? Wenn wir jetzt hier ein Radio haben und dann hören wir bei mir, Schlagermusik ist so, da werde ich aggressiv. Ich kann das nicht ab. So, und das habe ich aber damals angezogen, weil ich da ein Störfeld hatte. Ich hatte einen Sender eingeschaltet, der was angezogen hat, was ich gar nicht wollte. Und dann ging es darum, diese Störfelder zu bereinigen. Ich habe das damals intuitiv über zig Seminare, es hat Monate, Jahre gedauert. Und daraus habe ich mir all diese Tools gebastelt, die ich euch auch weitergeben möchte, auf Resonanz basierend, ne, sofern ihr in Resonanz geht. Und dann war es so, dass ich das Stück für Stück gelöst habe, diese Glaubenssätze erkannt und aufgearbeitet habe, auch emotional diese Störfelder gelöst habe, um dann die Menschen anzuziehen, mit denen ich zum Beispiel heute arbeiten darf. Für die ich, und für mich ist es kein Arbeiten, sondern ein Wirken. Für mich ist es ein, ich fühle mich euch eher verbunden, wie so eine, ich sehe, wie man weiß nicht, Herzensschwester oder irgendjemand, der sagt, hey, du schaffst das, ich erinnere dich nur an dich. Ich brauche dir nicht helfen, weil alles ist in dir und ich helfe dich nur, dich zu erinnern, im wahrsten Sinne des Wortes, erinnern. Es ist alles im Inneren. Ich mache da nichts. Ich entzünde das nur an dir. Ich erinnere dich, was in dir steckt. Und helft dir daran zu kommen, wenn ich darf. Genau, und wenn wir dann, ne, diesen Sender, wir müssen mit dem Radio nochmal nehmen, wenn wir dann die Frequenz umschalten, dann ziehen wir erst die Dinge an, die wir brauchen oder die wir uns wünschen, die wirklich unserem wahren Selbst entsprechen, brauchen es wieder so aus diesem Mangel heraus. Alles kommt aus der Fülle. Und als ich das verstanden habe, es geht darum,
das in Freude zu tun und nicht aus einer Angst. Okay, jetzt zum Programm. Die Inhalte für alle, die jetzt auch dabei sind oder die Aufzeichnung schauen und überlegen, ist denn das das Richtige für mich? Ich mache das ganz kurz, weil für mich ist viel wichtiger das Ziel. Also du kannst auch super gern natürlich auf meine Website schauen, sacharogalski.com. Ich weiß nicht, Anna, bist du am Start? Ich habe gar nicht geguckt, ob sie hier im Chat ist. Kannst dir auch super gerne sonst den Link hier mal reinposten. Ah, sehr gut. Anna ist da als Sarah Rogalski. Ach, du warst die Zeit, ich habe mich schon gewundert. Ich so, Sarah Rogalski. Aber ja, das macht Sinn. Poste super gerne auch schon mal den Link rein, dass sie nebenbei mal gucken können, weil ich mag, wie gesagt, eher über das Warum sprechen. Ich fühle eine so große Wichtigkeit und Notwendigkeit, um die Not zu wenden, hier auf diesem Planeten. Glaubt ihr, spürt mal rein jetzt in euer Herz, glaubt ihr, dass es gerade wichtig ist, dass diese Welt mehr Heiler braucht, mehr sogenannte Coaches oder Unterstützer, Menschen, die andere an ihr Licht erinnern, die dienen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wir machen uns selbst oft so klein, denken, ja, was kann ich denn schon machen? Oder ich muss ja erst perfekt sein und dies und jenes muss ja erst stimmen. Der Start hier heute hat gezeigt, nee, nicht perfekt, ne? Habe ich vergessen, hier den Link da freizuschalten. Das passiert, aber ich mache es trotzdem. Und immer dieses Weitergehen. Und das meine ich auch mit diesem, es gibt kein Ankommen. Wirklich, das klingt so stumpf, aber der Weg ist das Ziel. Es geht darum, immer der Freude zu folgen. Der Rest folgt. Der Erfolg folgt dann. Und es ist einfach, wenn dein Herz ruft, das ist dran. Auch wenn es nur diese Sehnsucht ist, aller, ich weiß noch nicht oder ich weiß nicht konkret, was es ist oder ich weiß schon konkret, ich habe eine leise Ahnung, ich weiß aber nicht, wie ich es leben, wie ich es umsetzen soll, wie ich dann auch Menschen anziehe, dann ist das für dich. Und jetzt einmal zum Umfang von Finde und lebe deine Seelenmission. Wie gesagt, einmal durchrattern und dann geht es um eure Fragen, weil ich möchte, also das ist auch für alle, die vielleicht gar nicht in das Programm kommen, aber einfach, ja, dass es euch auch so eine Unterstützung fürs Leben ist, weil das kann man auf alles anwenden einfach. Okay, also es gibt 5 Module, das Programm geht 6 Wochen, stimmt gar nicht, es gibt 5 Module, aber es gibt 6 Wochen. Und die Module, ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, es ist einmal Modul 1, die Entdeckungsreise zu dir selbst, weil alles ist schon in dir. Sich zu erinnern, wie bin ich denn auf diese Welt gekommen, wer war ich, bevor ich geprägt wurde, bevor ich gebildet, geformt wurde, bevor mir diese Glaubenssätze eingegeben wurden. Und zu jedem Modul gibt es einen Reminder, also eine PDF, um sich das auszudrucken, sich abzuöffnen, um das immer wieder auch zu verinnerlichen, wer mag. Und eine Meditation, die wirklich in der Tiefe erinnert. Und zu den Meditationen, ich muss euch echt was Witziges erzählen. Ich war letztens, das ist jetzt so eine random Story von mir, so aus dem Sarah-Alltag. Ich bin ja, momentan ist echt mein Thema Hingabe, ne? Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? 3D, 5D. Und dann war ich letztens total in 3D gerasselt. Das fühlte sich nicht gut an. Ehrlich, nicht gut. Und dann hatte ich Anfang des Tages 3D und dann war ich irgendwann wieder in 5D. Also es sind Bewusstseinszustände. Einfach in 5D fühle ich mich so leicht, alle Antworten. Es ist alles so klar und so easy und schön und ich fühle mich einfach gut. Und dann hatte ich meiner besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ja, heute Morgen irgendwie ging es mir da gar nicht gut. Da ging es mir irgendwie komisch. Da habe ich überlegt, seit wann geht es mir denn wieder gut? Und dann fiel mir ein, das fand ich so lustig. Ich hatte nämlich an dem Tag 2 Meditationen für das Programm aufgenommen. Und das ist so, dass die Meditationen, die empfange ich, die denke ich mir vorher nicht aus. Ich setze mich dahin, ich weiß das Thema und mache die Augen zu und dann spreche ich. Und dann mache ich das selber mit und tatsächlich nach der Meditation war ich in 5D. Also habe direkt meine Schwingung mit dahin. Das ist eigentlich total witzig. Also sie wirken, ich habe sie schon selber ausprobiert. Genau, Modul 2 ist dann Erkenne dein Geschenk, wo es wirklich darum geht, eine Ahnung zu haben. Und nochmal, weil mir das immer wieder so oft gesagt wird, ja, bei dir ist ja leicht, du wusstest, du willst tierkommuniziert. Und nein, war nicht leicht, war überhaupt scheiße schwer. Muss es für euch nicht sein, weil ich habe das ja alles gemacht, ohne Anleitung, ohne Hilfe. Und ihr müsst es nicht so schwer, ihr dürft es ganz leicht haben. Das ist ja Ziel von Finde und lebe deine Seele, mit Spaß und Freude, ne? Und mit den ganzen Tools, die mir damals gefehlt haben. Aber hat ja einen Grund, sonst wird das jetzt nicht entstehen. So, genau, erkenne dein Geschenk. Da geht es einfach wirklich darum zu schauen, was bringst du mit und was möchte jetzt raus? Weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt für nächstes Jahr, habe ich schon empfangen, was da kommt. Ich weiß es aber immer nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass ich irgendwann Akasha-Readings mache, Akasha-Kollektiv-Readings. Ich wusste nicht, dass ich hier finde und lebe deine Seelenmission, sowas zu Berufung und Finanzen und Fülle. Da hätte ich mir vor einem Jahr noch an die Stirn gefühlt. Oh nee, also das mache ich garantiert nicht. Aber der Kopf weiß es eben nicht. Mein Kopf weiß es nicht. Und dann fühlt es sich nach totaler Freude an. Ich kann es kaum abwarten. Und darum geht es, das rauszukitzeln. Was ist jetzt dran? Womit geht deine Reise los? Dann geht es Modul 3, ganz wichtig, um Blockaden und Hindernisse. Und die kommen, die werden kommen. Und das ist aber nicht so. Das ist etwas, weil auch diese Blockaden, ich liebe das mittlerweile, weil das ist für dich. Es ist für dein Wachstum. Das sind die Punkte, warum unsere Seelen sich entschieden haben, hier auf diese Erde zu kommen, um zu wachsen. Und diese Blockaden, das gibt es nicht nur im Beruflichen oder irgendwas, sondern auch in ganz normalen Alltagsproblemen, Beziehungsthematiken und so weiter. Und daran wachsen wir, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen. Und ganz viele Menschen, und das ist das, ach, wo ich fast schon so einen Frust fühle, versinken dann in diesen Leid, in dieses Opferbewusstsein, dieses Jammern und ja, und dieses Gegenseitig, kennt ihr das, dieses dann zusammen jammern und ja, ich habe es auch nicht besser und schon fast so ein Duell, okay, wer leidet jetzt mehr und dann fühlt man sich nicht ganz so schlecht, weil man leidet ja gemeinsam und dann fühlt man sich wieder nicht alleine. Ganz schlimm. Und ich finde, wir dürfen alle unser Licht anzünden und das rausgeben, Heilung, weil ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen, als so zu leben. Frei zu sein, vielleicht wo ich jetzt stehe, jetzt habe ich ganz viel erzählt, Ängste, Herausforderungen, wie geht es mir denn heute, was ist denn das Ziel von Finn und Liebe, deine Seelenmission? Ich fühle mich in Freude und in Fülle, natürlich, es warten immer Herausforderungen, aber ich meistere sie in Leichtigkeit, in Freude und ich sehe es als Entwicklungschancen, weil ich weiß, wie ich damit umgehen kann und dass ich wieder daran wachse und was es mit mir macht und dass ich das dann wieder kraftvoll nach außen gebe. Und das ist das, was mich so stark auch motiviert. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr damit umgeht, was es bedeutet, wenn die kommen. Und ja, wie ihr es handelt, dass es euch Kraft gibt und euch nicht zurückreißt und schon gar nicht wieder zurückgehen lässt in diese Komfortzone. Dann geht es in Modul 4 darum, deine Selbstliebe und dein Selbstwertgefühl zu steigern. Weil es hat auch tatsächlich ganz viel, nicht immer, aber es hat ganz oft etwas auch mit den Finanziellen zu tun, mit der Fülle. Die Erfahrung gemacht, da sage ich gleich noch was zu, wenn ich zu euren Fragen komme. Und Nummer 5 ist dann das spirituelle Marketing, habe ich es genannt. Also geht es tatsächlich auch um Angst vor der Sichtbarkeit, Angst vor Kritik, ne, Angst davor, Fehler zu machen und generell, wie kommen denn die richtigen Menschen zu mir, weil die braucht es dann natürlich auch, um in Fülle zu sein. Wie nehme ich das an, auch diese Fülle? Und da zielen dann auch die Meditationen drauf ab. Es gibt, also montags ist quasi immer, kommt das Modul, das auch live stattfindet. Jeden Samstag ist dann zum jeweiligen Modul ein Live-Call, also eine Q&A-Session, wo ihr mir alle Fragen stellen könnt, die dann aufgekommen sind zum jeweiligen Thema. Und das ganz Besondere ist, da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe ja gesagt, das geht 6 Wochen. Und in der 6. Woche findet dann quasi ein Akasha-Kollektiv-Reading statt, was nochmal darauf abzielt, euer Schwingungsfeld wirklich davon zu befreien und zu entladen. Vielleicht wart ihr schon mal bei einem Akasha-Kollektiv-Reading dabei oder bei einem Einzel-Reading. Die sind immer extrem kraftvoll und es geht wirklich darum, da nochmal den letzten Rest rauszuwaschen, dass ihr dann losfliegen könnt. Ich sehe ja immer so diese Raupe, ne, und ich sage, alles gut, so wird zum Kokon, ich ermutige und dann Schmetterling, Potenzialentfaltung, dass ihr losfliegen könnt. Und ich verspreche euch natürlich, nicht, dass ihr dann nach diesen 5-6 Wochen, ne, seid ihr, und das finde ich halt, das sind diese unauthentischen Versprechen, die man so oft sieht, dass ihr dann super erfolgreich davon leben könnt. Das kann sein, es kann alles passieren. Aber es geht darum, dass ihr wisst, wie ihr eurem Herzen folgen könnt, wie ihr euch vertrauen könnt, wie ihr mit diesen Hindernissen umgeht und all diese Sachen anzieht, wie ihr da reinwachst. Weil für viele Sachen wäre ich heute gar nicht bereit gewesen, wäre diese Reise nicht. Darum geht es. So, ihr Lieben. Und es startet übrigens am 5. Oktober. Ihr könnt euch, wie gesagt, ab jetzt anmelden bis zum 27.09. Genau. So, jetzt lese ich erstmal, was ihr hier geschrieben habt und dann gehe ich auf eure Fragen ein. Ah, erstmal super, danke, dass du das geteilt hast, hier den Link, Anna, sehe ich gerade. Und Sarina schreibt, oh ja, ein neuer Sender wäre super. Zumindest wie bei dir früher von der Arbeit her. Ja, Sarina schreibt auch, oh ja. Und Sandra schreibt, ich würde auch so gern Tieren und Menschen helfen.
auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Genau das meine ich. Und das haben so viele und das hat einen Grund. Und ich höre auch gerade so dieses, es ist sogar gut. Weil wie gesagt, es gibt für mich, es gibt keine größere Sicherheit. Weil ich habe immer gedacht, ja, Bürojob ist sicher, ey, ganz ehrlich, ich hätte davon, was ich da verdient habe, das ist ein Witz. Und jetzt Corona-Zeiten hätte ich den Job wahrscheinlich gar nicht mehr. Es ist ein Witz. Also gut, dass ich dem Herzen gefolgt bin. Folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Gerade in dieser Zeit, mein Gefühl sagt, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst machen will oder irgendwas, gar nicht. Ich will eher euch ermutigen, nach innen zu hören, euch zu vertrauen. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist, unserer inneren Stimme zu vertrauen. Diesen inneren Kompass, weil es wird sich sehr viel verändern auf dieser Erde. Und wir müssen davor keine Angst haben, wenn wir hier in uns safe sind, dann kann uns nichts passieren. Rein gar nichts. Schon gar nicht, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind. Uns kann nichts passieren. Dann fallen diese ganzen Ängste ab. Okay, und Anna, poste mir super gerne, wenn bei Facebook Fragen kommen, also auch jetzt, ne, an alle, die bei Facebook Live gerade zuschauen, schreibt gerne eure Fragen rund um das Thema Berufung, Finden, Leben, Finanzen rein. Und Anna, du kannst dich dann hier reingruppieren. Ich gucke jetzt immer mal wieder in den Chat und fange hier mal mit der Frage an. Wie kann ich die Träume realistisch umsetzen und Geld dazu erhalten? So, das ist genau dieses, das ist schon allein das Wort, ne? Ist auch so, dieses realistisch, da spricht wieder der Kopf. Und das ist ja, wir denken ja, dass die Realität, witzig, ich starre wieder an dieses Schild, habe ich letztens schon, ich glaube, bei Vertiefe deine Seele, ich leide nicht an Realitätsverlust, ich genieße ihn. Ich ist so ein Schild mit dem Einhorn hängen. Und genau so ist es. Was ist denn die Realität? Wir denken, die Realität ist das, ja, ich bin so, ich habe den Charakter, ich habe den Job und das ist die Realität. Das ist das, was wir auch, wir kreieren ja auch eine kollektive Realität. Aber unsere Innenwelt beeinflusst immer die Außenwelt. Das heißt, wir kreieren diese Realität im Innen und wir sind Schöpfer. Wir sind niemals, egal wie es sich anfühlt, wir sind niemals, never ever Opfer. Never ever, egal in welcher Situation. Wir haben immer die Macht. Entweder wir können etwas verändern. Wir können aber immer auch unsere Einstellung und Haltung dazu verändern. Immer. Und ich spüre mal gerade rein, mir kam gerade so ein Part von meiner eigenen Story. Denn für mich, ich hatte dieses Ziel vor Augen, oder das war diese innere Sehnsucht, ich möchte davon leben, ich möchte nie wieder einen Fuß ins Büro setzen. Übrigens, den Kreis habe ich noch nicht geschlossen. Bei mir war es damals so, ich war ein halbes Jahr auf Bürostellensuche, Halbtagsstelle. Und habe dann irgendwann so meine Buchhaltung überschlagen, nach einem halben Jahr ungefähr. Und habe gedacht so, okay, rechne, rechne, okay, kommt ja irgendwie hin, krass. Und habe ich gedacht, gut, dann könnte ich ja eigentlich mich jetzt selber gesetzlich krankenversichern. Und dann, das war auch wieder Wachstum. Wie mache ich mich denn selbstständig? Wie geht denn das? Und dann habe ich mich wirklich selbstständig, also mit allem, all in. Und dann ging es so richtig los. Und diese Schritte, das mit der Realität, das kommt auch aus dem Innen heraus. Es geht darum, den Impulsen zu folgen, nicht konkret sich einen Plan zu machen. Weil ganz ehrlich, immer wenn ich mir Pläne mache, das ist Energieverschwendung. Ich schmeiße die über den Haufen, gerade in der Lebensphase, wo ich jetzt gerade bin, Hingabe Next Level. Immer wenn ich versuche oder wenn der Kopf versucht zu planen, sage ich, okay, stopp, Energieverschwendung. Folge einfach der Freude. Wenn ich merke, der Kopf geht an, frage ich mich immer direkt, okay, was würde mir denn jetzt in diesem Moment gerade Freude bereiten? Und dann mache ich das. So, was ist jetzt dran? Und darum geht es, wirklich ins Innen zu gehen. Und es klingt dann immer so naiv. Und jetzt muss ich, ne, an meinen Papa denken. Der hat mich immer Traumtänzerin genannt. Und mittlerweile liebe ich ihn. Also, es war ein Schimpfwort von ihm, so gemeint: Ja, du Traumtänzerin. Mittlerweile, ich liebe dieses Wort. Und also, mein Papa lebt seit 4 Jahren nicht mehr. Aber er hat das Gott sei Dank noch miterleben dürfen, dass ich. Ja, dass ich meine Träume alle realisiert habe. Dachte ich, ja, ich bin eine Traumtänzerin, aber ich bringe es auch in die Realität oder Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Na, alles ist erst in dieser Energiewelt. Gedanken, Gefühle, alles ist erst mal im Kopf da, bevor es dann auf die Erde kommen kann. Und das Schöne ist, ihr müsst nicht wissen, wie. Müsst es nicht. Wenn ihr die Sehnsucht habt, ich möchte erfüllt leben. Ich möchte, was ist das für ein Leben, wenn man sich in irgendeinem Job quält, nur um dann Geld zu haben, um irgendwie existieren zu können und dann noch irgendwie Frust shoppen zu gehen und das Geld für irgendwas, das ist so sinnlos. Es ist völlig sinnlos.
Und es geht wirklich darum, sich zu leben, sich auszudrücken und dann zieht man alles an. Wenn wir der Freude folgen, dann folgt der Erfolg. Steckt ja auch schon in den Namen, ne? Er folgt der Erfolg. Und wenn wir dann wieder an Grenzen kommen, okay, ich habe gerade den Impuls, euch eine Erfahrung zu sagen, dann wird das greifbarer, ne? Weil das ich höre mich ja selber reden. Und dann ist es immer so, wenn ich an mich früher denke, das klang immer so total naiv und blauäugig und es geht ja nicht so einfach. All diese blöden Sprüche oder diese Floskeln und so. Und man hat es auch nicht leicht und so. Ach, schrecklich. Genau. Eine Story. Ihr müsst euch vorstellen, das war der Part. Ich gekündigt, ich zu Hause, ich viel Zeit. Und war noch auf Halbtagsstellensuche. Das ist echt das beste Beispiel. Und mein Gefühl war, weil ich hatte ganz lange Angst. Bei jedem Ziepen im Bauch. Ich hatte richtig Angst, dass ich wieder Darmverschluss, wieder Krankenhaus. Dann hat sich mir so dieser, ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf sie gekommen bin, aber ich kam dann auf Reconnective Feeling. Das ist so eine Heilmethode. Und ich hatte diesen Impuls, dahin zu müssen, zu dieser Frau. So, ich bin dann da hingefahren, sie hat mich behandelt und dann hatte ich ihr erzählt, die Story, jetzt gekündigt, will mich als Tierkommunikatorin selbstständig machen. Und dann hat sie mir dieses Reconnected Feeling Seminar, diese Ausbildung so angepriesen bei Dr. Eric Pearl, als wenn sie dafür eine Provision bekommt. Hat sie nicht, also bekommt man nicht. Aber wirklich so auf mich eingegangen und als Erste habe ich so gedacht, ja, also, nee, ich konzentriere mich auf die Tierkommunikation. Und dann meint sie, ey Sarah, du kannst total gut kombinieren, wenn du das machst. Ich brauche auch jemanden, den ich für die Tiere empfehlen kann. Mach das unbedingt. Und irgendwie ist so ihre Begeisterung auf mich übergeschwappt. Weil wenn wir unserem Herzen folgen, es kommen übrigens auch im Außen wie so Erdenengel, die uns dann Input geben, Zeichen, denen wir einfach nur folgen müssen, dürfen, können, sollen. Genau, und diese Frau hat mir dann das so eingeredet. Und dann weiß ich nicht, ich bin da rausgeschwebt, dann auch gerade nach dieser Behandlung. Und ich war so, das mache ich. Ich mache das. Und habe dann zu Hause geguckt und war total begeistert, weil Eric Pearl ist halt auf der, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist, aber so war es vor 9 Jahren, war der auf der ganzen Welt unterwegs mit seinen Seminaren. Und ausgerechnet in 2 Wochen war ein Ausbildungswochenende in Hamburg. Das ist nicht weit von mir entfernt. Und ich dachte, ey, in 2 Wochen, das gibt es doch nicht. Was für ein Zufall. Und ich war so, das mache ich, ich melde mich sofort an. So, dann habe ich zum Preis gescrollt und dann war das, ich habe den Preis gesehen und habe sofort Laptop zugeklappt und war so, okay, ich mache es nicht. So war ich auch noch auf die Finanzen gepolt damals, weil das Seminar sollte oder die Ausbildung, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 700 Euro, auf jeden Fall so um den Dreh 700 Euro. Und das war für mich, das war damals meine Monatsmiete und das war schon für mich eine horrend teure Miete. Ne? Und also für mich war klar, ja, geht einfach nicht, mache ich nicht. Und es hat mich nicht losgelassen. Das meine ich wieder mit dieser Intuition. Es lässt einen nicht los. Ich bin aufgewacht, Reconnected Feeling Ausbildung. Und dann kamen weitere Erdenengel. Dann kam meine Nachbarin, so überhaupt nicht spirituell, eher total skeptisch, hat mich aufgezogen und so. Und ausgerechnet, sie sagte zu mir, weil ich habe ihr das dann alles so erzählt. Und dann meinte sie, ja, aber Sarah, ganz ehrlich, und dann kennt ihr das, ich habe manchmal das Gefühl, diese Personen sprechen dann nicht zu mir, sondern da spricht etwas durch ihn, was mich jetzt erreichen soll. Und ihr könnt dem Leben vertrauen, folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Sondern sagte sie zu mir, ja Sarah, überleg doch mal, das Geld, die 700 Euro, die gibst du dann eh aus. Für Schuhe, dann kaufst du was für die Pferde, das ist dann irgendwie weg. Aber wenn du es jetzt, das ist ja eine Investition, das hast du, das Wissen nimmt dir ja keiner mehr. Und dann kannst du dir damit auch selber Geld verdienen, das ist ja eine Investition. Aber so. Das stimmt eigentlich, ne? Hat sie recht. Das war so krass. Und dann habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, das Seminar zu buchen. Habe es dann überwiesen mit so einem richtig unguten Gefühl im Bauch. Ne? Ungutes Gefühl im Bauch heißt übrigens nie, das verwechseln so viele. Denken immer viele, oh nee, es fühlt sich schlecht an. Mein Bauchgefühl sagt nein, das ist Bullshit, ganz ehrlich. Weil das Herz, das ist dieser Sog. Und im Bauch, das ist ein gutes Zeichen, wenn sich das im Bauch schlägt. Weil da ist wirklich dieses, das heißt nicht, trau nicht dein Bauchgefühl. Weil Bauchgefühl verwechseln ganz viele mit der Intuition. Das ist für mich aber ein Unterschied. Weil bei mir, immer wenn ich aus meiner Komfortzone gesprungen bin, hat es immer im Bauch gekribbelt und rebelliert. Ich weiß mittlerweile, es ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ich gehe out of the box und da werde ich wachsen. Und dann wird das Leben wieder geiler und freier und schöner und erfüllter. So war es bisher immer.
Und dann wächst halt das Vertrauen, wenn man es immer wieder macht. So, jetzt bin ich wieder abgeschwiffen. Abgeschwiffen, abgeschweift, ihr wisst, was ich meine. So, dann ist was Verrücktes passiert. Dann war es so, ich habe das Seminar bezahlt und ich hatte, ich weiß nicht mehr, das war noch in derselben Woche, 2, 3 Tage später, ist auch egal. Ich hatte auf jeden Fall eine E-Mail von damals bremen.de, schwarzes Brett, habe ich komplett vergessen und verdrängt. Ich hatte damals einen Wallach-Hazard, der hatte eine chronische Bronchitis. Und er hatte so einen R1-Inhalator, weiß ich auch noch. Und das war schweineteuer, das Teil. Das hatte ich für ihn gekauft und dann brauchte er das nicht mehr. Und ich habe es dann irgendwie vor Wochen, Monaten da inseriert. Und ich hatte das Ding vergessen. Das hing in der Sattelkammer. Und dann kam eine E-Mail. Ja, ist der Inhalator noch da? Ich brauche den ganz dringend für meine Stute. Ne, ich würde sofort bezahlen und abholen. Und das Ding, ratet mal, für wie viel Geld ich das bezahlt habe. Verkauft habe für 750 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Summe. Vielleicht hat das Seminar auch 650 und das Ding 700 gekostet. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich so noch 50 Euro extra hatte für Spritgeld quasi. Ich dachte, wie geil ist das denn? Ja, das Leben versorgt uns. Und das kommt dann. Das kommt. Und immer wenn wir an diese Hürden kommen, gilt es, die dann aufzulösen. Und also ich gucke jetzt mal gerade, was ich hier geschrieben habe. Sarina fragt gerade, wann wirst du im Programm live gehen? Samstags, genau. Also es ist beides live. Module werden live sein. Das ist aber nicht relevant, dass ihr live dabei seid. Ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, montags dann immer um 10 Uhr gehe ich live, sag was, da seht ihr mich nicht, da seht ihr dann so PowerPoints mit Texten. Da könnt ihr live dabei sein, wir können in Kontakt sein, müssen es aber nicht. Also es wird dann auch im Mitgliederbereich zu finden sein, dieses Modul 1, jeden Montag. Und samstags gehe ich immer live um, Moment, Spitze vorbereitet, um 17 Uhr gehe ich dann immer live, genau. Und aber auch da gibt es Aufzeichnungen. Wenn ihr mal nicht dabei sein könnt, ihr euch brennt aber eine Frage unter den Nägeln, schreibt sie mir per E-Mail, dann werde ich sie da beantworten und ihr seht hier eine Aufzeichnung. Genau. So, Sabrina schreibt: Ich habe immer Angst, nicht gut genug zu sein, zu versagen. Meine Umgebung sagt, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, das kann doch nichts werden. Genau, Sabrina, das ist in so vielen, das ist wirklich auch so ein kollektiver Glaubenssatz. Und vielen Dank, dass du das auch so offen teilst, weil das kennen, glaube ich, alle. Das habe ich, das hatte ich und ich spüre gerade rein, ob ich das heute noch habe. Also wenn, dann sind das so wie Erinnerungen, dann kommt der Kopf kurz und dann ist es wieder dieses Rückbesinnen. Aber ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt. Und dadurch machen wir uns klein und dimmen unser Licht, weil wir es gelernt haben. Oft ist es so, dass wir wirklich Angst haben davor, unser Licht scheinen zu lassen. Es ist leichter, sich zu deckeln, sich anzupassen, sich so einen Mantel und dann mit der Masse mitzuschwimmen. Aber ganz ehrlich, all die Menschen, die ich anziehe, ihr seid garantiert nicht hier auf diesem Planeten, um hier einfach mitzuschwimmen in der Masse. Das würde auch nicht gut enden. Ihr seid hier, um euch zu entwickeln. Aus diesen Verstrickungen, euer Licht strahlen zu lassen, um andere zu inspirieren, um zu diesem Schmetterling zu werden, der fliegt, der andere mit seiner Schönheit begeistert, den Planeten hier besser zurücklässt, als ihr ihn vorgefunden habt. Und das spüre ich mit allem, was da irgendwie bei mir ist. Und genau diese Glaubenssätze, um die kümmern wir uns auch da. Was kommt da? Wie gehen wir damit um? Wie lösen wir das auf tiefster Ebene? Und dann ist es nicht mehr. Dann ist es oft nur, wenn das gelöst ist, auch aus diesen, ne, diese Störfelder gelöst sind, dann ist es oft noch so eine Mind-Geschichte, so eine Verstandesgeschichte, wie ich es dann manchmal habe. Und das ist dann aber leicht, das zu lösen. Sich zu denken, hey, aber das ist alles gut. Und dann ist es wieder, dann kommt man wieder leichter an dieses Gefühl und dann geht es wieder voran, wenn man Kopf und Herz in Einklang bringt. Oh, die Meditation, die gehört auch dazu. Das war die, wonach ich dann wieder in 5D war. Genau. Was habt ihr noch geschrieben? Sandra, ich war früher auch immer so ein Traummännlein laut Vater und Lehrer. Ja, ja, genau. Und genau das ist das, ne? Diese ganzen Träume. Also alle Menschen, ganz ehrlich, die hier auf der Erde, die etwas bewegt haben, die wurden immer als Spinner bezeichnet. Ist doch so. Und die wurden erst belächelt und dann erstmal nie ignoriert, belächelt und dann versucht man, sie zu bekriegen, runterzudrücken und dann wird es kopiert und nachgemacht oder wird akzeptiert. Und das ist der Weg. Und ich sehe tatsächlich meine Berufung. Ich habe immer gedacht, ne, zum Thema Ankommen, ich habe immer gedacht, Tierkommunikatorin, das bin ich. Ich habe mich so richtig fest damit identifiziert, um dann zu merken,
Da ist so dieses große Überwarum, nämlich genau Menschen wie euch zu stärken, euch in euer Licht zu bringen, diese ganzen Schichten abzutragen. Das ist mein tiefes Warum. Das kenne ich erst seit ein paar Monaten. Ich musste meine Berufung nicht wissen, um sie leben zu können. Wisst ihr, was ich meine? Es geht immer nur darum, den nächsten Schritt zu gehen, Step by Step. Und dann kommt ihr automatisch dahin, wo ihr hingehört. Ach, so, ihr Lieben. Also, jetzt noch zwei Fragen. Und dann mache ich mit euch die intuitive Entscheidungshilfe, die ihr für alles anwenden könnt, nicht nur für das Programm. Also, wie glaube ich, dass ich mein Ziel erreichen kann? Tatsächlich glaube ich, dass ihr das gar nicht müsst. Weil oft wird einem suggeriert, so ich muss ganz fest, ich muss total motiviert sein, ich muss an mich glauben und dann kann ich alles erreichen. So auch nach diesem Motto, ne, gib niemals auf, immer weiter, weiter, weiter. Nein, weich werden. Das ist das, was auch die Erde möchte, diese Weiblichkeit, diese Hingabe, dieses Fließen lassen, einfach sein, sich dem Fluss des Lebens hingeben. Ganz ehrlich, ich dürfte hier jetzt nicht sitzen und seit 9 Jahren meiner Berufung folgen, wenn ich zutiefst an mich geglaubt hätte. Also ich habe so unendlich viele Zweifel gehabt an mich und an das ganze Projekt, dass ich davon jemals leben kann. Irgendwann war es für mich so eine Überraschung und das hat Jahre angedauert, so ein ich kann echt davon leben, ne? Und das war dann für mich Monat zu Monat, also nach diesem halben Jahr, wo ich dann mich selbst krankenversichert hatte und so weiter, habe ich immer gedacht, geil, noch 1 Monat länger Urlaub. Wie lange ist 1 Monat Urlaub? Und dann gehe ich wieder ins Büro und dann wieder noch 1 Monat geschafft. Und ich habe wirklich immer von Monat zu Monat gelebt, bis es irgendwann meine neue Normalität, meine Realität wurde. Und jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Und das Letzte, die letzte Frage, die ich von euch erhalten habe, also kollektiv erhalten habe, ist, so dieses schlechte Gewissen Geld anzunehmen, dass man am liebsten alles kostenlos machen würde. Das hat auch ganz viel, nicht immer, wie gesagt, das hat was mit dem Mindset zu tun, dem Verstand, aber auch ja, mit dem Selbstwertgefühl. Weil damals, ich hatte das Gefühl, auch dieses, ne Sabine, was du geschrieben hast, so ein, ich bin nicht gut genug. Ich darf ja nichts nehmen oder ich lerne ja noch. Und ich hatte ja damals übrigens diese Reconnected Feeling Ausbildung gemacht und übrigens dadurch kam noch viel mehr Fülle. Also das hat sich sowas von rentiert, dass ich das gemacht habe, ich eben gar nicht zu Ende erzählt, kam mir gerade so. Und es geht dann einfach darum, auch hier weiterzugehen und dann an diese Blockaden zu kommen, was ist da im Kopf. Dazu noch eine kleine Story von mir, damit es greifbarer wird. Und dann noch etwas zu dem Generellen, dieses am liebsten alles kostenlos machen. Weil das sind diese Glaubenssätze, die in uns herrschen. Warum glaubt ihr, dass es dann weniger wert? Na, dazu will ich gleich noch was sagen. Und ich sehe mich gerade in einem Seminar sitzen, weil ich habe dann eine witzige Erfahrung gemacht. Ich dachte, weil ich das auch immer so gehört habe, so als Selbstständige, man verdient ja immer was anderes. Na, man verdient immer einen Monat gut, den anderen schlecht, hin und her. Und bei mir, das war ein Phänomen, ohne Witz, jetzt über Monate hat sich das eingependelt, dass ich Pi mal Daumen genau die Summe hatte, die ich damals als Bürokauffrau verdient habe. Das waren übrigens 1.120 Euro netto oder so. Wenn ich da heute drüber nachdenke. Und so war das damals. Und das war auch immer die Summe, die ich dann monatlich eingenommen habe. Warum? Weil ich hatte innerlich, ich hatte eine Geldschranke. Ich hatte da eine Bremse innerlich. Und das wurde mir, dann hat es mich angezogen, hatte ich den Impuls, ein Seminar zu besuchen oder dann auch diese ganzen Weiterbildungen. Ich habe das immer intuitiv gemacht. Alle, die aus dem Kopf heraus waren, waren Zeit- und Geldverschwendung. Deswegen gleich diese intuitive Entscheidungshilfe für dich ist mir ganz wichtig, dass nur wenn dein Herz resoniert, dass du dabei bist. Und genau, bei diesem Seminar war es so, da kam ich dann erstmal so diesen Glaubenssatz auf die Schliche. Das, was wir auch im Programm machen, weil mir wurde bewusst, da kommt er her und dann habe ich ihn verwandelt und dann ging es weiter. Und wirklich, ich lüge nicht, das war abgefahren. Ab dem nächsten Monat ging es stetig aufwärts und Monat für Monat, ich habe immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich dachte auf einmal, wie so ein Knoten geplatzt, weil wir haben Filter und das ist auch total logisch erklärbar, weil wir haben dann so Schranken und dann deckeln wir uns. Dadurch, dass ich, das war mir ja nicht bewusst, das wurde mir erst auf diesem Seminar bewusst, dass ich da innerlich dieses Ding hatte, à la so viel verdient man und darüber hinaus ist nichts möglich. So war es ja auch im Büro. Und ich hatte noch einen Glaubenssatz, den ich da aus der Kindheit enttarnt und umgewandelt habe. Und ich habe den dann gewandelt in, es ist alles möglich und auf einmal war alles möglich. Und dann wurde es immer mehr und mehr und mehr und mehr.
Ja, und auch darüber reden wir bei Finde und Lebe deine Seelenmission, ne? Denn bei dem spirituellen Marketing, so dieses, wie zieht man auch diese Fülle an, das wird natürlich auch Thema sein. Und jetzt noch einmal zu diesem am liebsten alles kostenlos. Warum glauben wir, dass das weniger wert ist? Wenn ich mir überlege, was ich habe, also mindestens eine fünfstellige Summe ausgegeben für all meine Weiterbildung, für Bücher, Seminare, Ausbildung, so viel Zeit, Energie, Herzensblut reinfließen lassen. Warum glauben wir, dass so eine Dienstleistung, jemand anderen in sein Herz zu bringen, ihn zu erfüllen oder ihm zu helfen, seine Berufung zu leben, glücklich zu sein, dass das weniger wert ist, als wenn ich mir ein paar Stiefel kaufe? Das ist so total random, also es ist total Banane eigentlich. Und das darf man auch verstehen, auch zu gucken, na, wie gesagt, das würde jetzt voll weit aussehen, aber da geht es auch bei Finde und Lebe deine Seelenmission drum, um genau das zu enttarnen, wo kommt es her, und dann in eine Kraft umzuwandeln. Und dann merkt man, wie Handbremse gelöst, und dann geht es ab. Dann geht es in die Richtung, die unser Herz schon vorgeht, und wir sind noch innerlich gewachsen. So, Tanja fragt, ob du das Programm nächstes Jahr nochmal anbietest, da es aktuell nicht gehe. Leider nicht. Also, weiß ich nicht. Es kommt ja immer intuitiv was anderes, aber das Jahr 2021, da haben sich jetzt zwei Sachen gezeigt, die sich groß anfühlen. Deswegen ist mein Gefühl eher nicht, dass es nochmal stattfinden wird. Genau. Okay, ihr Lieben. Seid ihr ready für die intuitive Entscheidungshilfe? Also es geht jetzt an alle, die hier live dabei sind, und ihr seid so geduldig. Es geht heute echt lange, ne? Danke, dass ihr hier seid, dass ihr mir eure Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, und alle, die jetzt natürlich auch bei Facebook sind, die die Aufzeichnung sehen. Diese Übung zielt darauf ab, zu schauen, was stimmt. Ich sage immer, das Leben ist so simpel. Immer nur Annahme, annehmen, was ist, und Hingabe. Zu gucken, welcher Impuls kommt, und einfach nur der Stimmigkeit folgen. Und dann kommt der nächste Schritt, und dann kommt der nächste. Und wir gehen oft nicht los, weil wir wissen wollen, ja, aber was ist denn dann und was mache ich denn dann? Das müssen wir nicht wissen. Ich kann das nicht oft genug betonen. So, jetzt nehmt alle nochmal schon was ein. Ihr könnt euch schon mal am besten so hinsetzen. Ich mache das jetzt auch mal mit, dass eure beiden Füße auf dem Boden sind. Ruckelt euch nochmal zurecht, dass ihr entspannt sitzt, aber auch möglichst gerade. Und ich mache immer gerne meine Handflächen, Innenhandflächen nach oben auf, lege die auf die Oberschenkel ab, auch um die Schultern besser entspannen zu können. Und dann schließt mal eure Augen. Und jetzt habt ihr so viel Input bekommen. Und jetzt dieser Moment einfach für euch da, um jetzt einfach mal in euch reinzuspüren. Augen zu. Atmen, sein. Alles loslassen. Die Muskeln entspannen. Nimm dir jetzt ganz bewusst diesen Raum. Der Alltag darf jetzt Alltag sein. Du bist jetzt einfach hier für dich da und gibst deinem Herz Raum. Nur dein Herz kennt den Weg. Und bevor du jetzt gleich zu der Übung übergehst, erinnere dich daran, dass es wirklich um den Sitz deines Herzens geht, dass du da spürst, was es mit dir macht, diesen Intuitionscheck. Weil immer, wenn du deine Komfortzone verlässt, dann wird es oben ganz laut in deinem Kopf. Und dann rumort es da und ist ganz laut und hat Abers und Wenns und ich weiß ja nichts und all das. Und auch im Bauchraum geht es dann oft richtig los. Es fühlt sich ungut an aufgrund dieser Glaubenssätze und aufgrund dieser schon gemachten Erfahrung, aufgrund dieser Glaubenssätze. Und dann kommt diese Erinnerung. Und genau das, dieses ungute Gefühl im Bauch, möchte dein Herz auflösen, indem es dir deinen Weg weist. Und bevor wir jetzt auf diese Übung eingehen, möchte ich mit dir einen Intuitionscheck machen. So, jetzt nehmen wir mal einen ganz tiefen Atemzug, nochmal Körper ganz bewusst entspannen.
Und dann spür einfach mal rein in dein ganzes System, in deinen Körper. Und dann denkst du jetzt an eine Wahrheit. Zum Beispiel, mein Name ist Sarah in meinem Fall. Du denkst jetzt mal an deinen Namen. Mein Name ist Sabina, mein Name ist Tanja, mein Name ist Sarina und so weiter. Und dann spür mal, was passiert, wenn du das denkst. Mein Name ist. Wie fühlt sich das in dir an? Ist es weit, entspannt, ruhig? Ist da so ein inneres, ja, genau. Okay, sehr gut. Wenn du das jetzt wahrgenommen hast, dann atme nochmal tief ein und aus. Und jetzt denkst du mal, mein Name ist Claudia. Mein Name ist, was jetzt halt absolut nicht dein Name ist, mein Name ist Elfriede. Und dann spür mal, was jetzt in dir passiert. Wird es vielleicht eng? Ist da Druck, Schwere, ein ungutes Gefühl? Vielleicht ist es nur ganz leise oder es kommt so ein Sträuben, so ein innerliches Nee, nee, stimmt einfach nicht. Okay, wundervoll. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Check gemacht für stimmt und stimmt nicht. Und jetzt nochmal ganz tief durchatmen. Und jetzt stell dir einmal vor, dass du an einer Weggabelung stehst. Vor dir sind zwei Wege. Links ist ein Weg, rechts ist ein Weg. Und du darfst jetzt wählen, welchen du weitergehst. Und stell dir vor, dass du mit der nächsten Einatmung dich auf dein Herz besinnst. Und du kannst zur Verstärkung auch ein oder beide Hände auf dein Herzzentrum legen, reinfühlen da, reinatmen. Und mit der Ausatmung tief entspannen, dich hingeben. Und dann denkst du jetzt an das, wofür du dich entscheiden magst. Wenn du mit dem Gedanken schwanger gehst, dich für Finn und Liebe deine Seelenmission anzumelden, dann ist das jetzt das Ding. Oder du nimmst eine andere Lebenssituation und du kannst natürlich es immer adaptieren und für dich nochmal wiederholen im Stillen. Und dann stell dir mal vor, wir nehmen das jetzt mit dem Programm als Beispiel. Du stellst dir vor, links, wenn du links reingehst, den Weg. Das heißt, ich melde mich für das Programm an. Ich mache diese 6 Wochen mit, diese Reise zu mir selbst, zu meiner Berufung, Folge der Sehnsucht. Dann stell dir mal vor, du gehst diesen Weg entlang, du gehst da rein, gehst und spürst, wie sich das anfühlt. Einfach nur wahrnehmen. Sehr gut. Und dann stell dir vor, du spazierst langsam wieder zurück. Zurück zu dieser Weggabelung. Und dann betrittst du den rechten Weg. Und der rechte Weg steht dafür, dass du das Programm nicht buchst. Dann gehst du da hinein. Gehst diesen Weg entlang. Und spürst, nimmst einfach nur wahr, was passiert in deinem System. Vielleicht nimmst du auch den Weg ganz anders wahr, heller oder dunkler, attraktiver, unattraktiver. Einfach wahrnehmen. Wundervoll. Dann kehre langsam zurück zu der Weggabelung. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug in dein Herz. Und dann komm langsam zurück hier ins Wachbewusstsein, hier zurück in diesen Raum. Beweg dich ein wenig und öffne deine Augen, wenn du soweit bist. Ihr Lieben,
bin so gespannt. Und liebe Anna, an der Stelle poste super gerne nochmal den Link für all diejenigen, die jetzt gespürt haben, ja, das ist es, die nicht mehr überlegen müssen. Ich habe gar nicht gesagt, was es kostet. Ne? Danke dir. Das ist super schnell. Sehr gut. Ich habe gar nicht gesagt, was das Programm kostet. Das Programm kostet diese 6 Wochen mit all den Inhalten, die ich genannt habe, kostet 444 € als Einmalzahlung oder in Ratenzahlung 111 € für 4 Monate dann, weil es mir einfach wichtig war, dass es jeder machen kann, jeder ermöglichen kann, der dabei sein will. Und wie gesagt, folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Und ich sehe, ihr habt gar keine Fragen mehr. Das ist der Wahnsinn. Anna, hast du noch irgendwie Fragen bei Facebook bekommen oder habt ihr noch eine? Ach, so schön, Sarina, du bist dabei. Ich habe es so gefühlt, ich freue mich. Ich freue mich so unendlich auf diese Reise. Das war gerade übrigens witzig. Ich habe ja gesagt, ich mache die Übung immer selber mit. Und bei dem linken Weg wurde es bei mir ganz weich. Das ist sehr logisch. Ach, es ist so schön, Sabrina ist auch dabei. Oh, ihr Lieben, ich freue mich riesig auf euch. Okay, super, Anna, vielen Dank. Und witzigerweise, ich hatte es im Gefühl, angedacht war eine Stunde, so geplant. Der Kopf hat gesagt, eine Stunde. Mein Gefühl war, nee, es wird 1,5 Stunden dauern. 11.30 Uhr, was für eine Punktlandung, ist der Wahnsinn. Araya ist auch dabei, wow. Ach, wie geil, Sarah, du bist schon intuitiv links gegangen. Sehr gut, also wenn das mal keine Bestätigung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich riesig. So unglaublich. Und ja, wie gesagt, für alle, die jetzt die Aufzeichnung schauen, bis zum 27.09. ist noch Zeit. Und am 27.09. wird es auch nochmal einen Call geben. Also auch für alle, die sich dann schon angemeldet haben, die vielleicht noch Fragen haben oder die noch in diesen Spirit irgendwie reinschnuppern wollen. Ich weiß noch gar nicht, was ich da mache. Ich werde da irgendwas anderes erzählen, tun, machen, keine Ahnung. Da kommt aber was. Und ja, seid von Herzen gern dabei. Und ich wünsche euch, ach schön, also schön, Birgit. Ja, ich sehe gerade Sarina, genau. Ihr kennt euch ja schon. Wundervoll, der Raum ist auch wirklich für alle. Und das ist mir so wichtig. Okay, das als Abschluss nochmal. Warum es mir so wichtig ist, dass euer Herz ja sagt. Wie gesagt, das war für mich immer der Weg. Immer wenn das Herz resonierte, auch wenn man es nicht erklären kann oder wenn es vielleicht mulmig im Bauch ist, diese, ah, es ist dran, ich weiß nicht, der Kopf ist eigentlich unlogisch. Aber wenn das Herz sagt, ja, es ist dran. Das Herz kennt auch das Timing. Das Herz kennt das Timing, nicht der Kopf. Glaub mir, das merke ich gerade wieder in meinem Leben. Jetzt muss ich denken, ja, stimmt. Genau, und dann werdet ihr alles andere anziehen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Ich gehe gleich erstmal raus. Die Sonne scheint. Ich freue mich auf euch, auf diese Reise, die transformierend und intensiv und wunderschön wird. Ich freue mich richtig drauf und danke einfach für euer Sein. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz bald, ihr Lieben.